Hallo, ich will euch heute von meinen ersten Tagen als Nichtraucher erzählen. Ich habe relativ lange geraucht, 25 Jahre fast, ziemlich früh auch angefangen. Und natürlich, du fängst an, weil du cool sein willst, du gewöhnst dich dran, schmeckt natürlich am Anfang nicht und über kurz oder lang war es einfach Sucht. Also wirklich morgens aufstehen, rausgehen, Kippe, Kaffee trinken, Kippe, Schulpause, Kippe, 5 Minuten Pause, Kippe. Also das ging relativ ordentlich und auch wirklich lange. Ich habe auch immer mal wieder versucht aufzuhören, mehr oder weniger erfolgreich. Akupunktur, Nichtraucherseminar, Bücher gelesen, tralala. Hat funktioniert, zum Teil, aber irgendwann war dann immer wieder die, ich kann ja noch eine rauchen und dann ist die Sache wieder gut. Und ab dem Zeitpunkt, an dem die Kinder da waren, ehrlicherweise erst beim zweiten, habe ich dann tatsächlich aufgehört zu rauchen. Also habe ich den Entschluss gefasst. Und ich glaube, das ist wichtig, den Entschluss zu fassen. Wirklich zu sagen, ich höre jetzt auf und ich stehe dahinter aufzuhören. Das ist natürlich trotzdem so, du stehst am nächsten Morgen auf, was machst du jetzt? Keine Kippe. Ich habe auch nie gefrühstückt vorher, das heißt frühstücken. Und das war schon am Anfang so, kurz mal so kauen, runterschlucken und so. Aber man gewöhnt sich dran, ans Frühstücken. Und über kurz oder lang macht es auch Spaß. Die Gewohnheiten ändern sich. Und die ändern sich auch über Tag. Also du hast eine Pause und du kannst mit der Pause was anderes anfangen. Du unterhältst dich mit deinen Kollegen, statt halt rauszurennen und dich in die kleine Ecke zu stellen und mit den anderen zu rauchen. Und es ist aber natürlich so, ich glaube, das kennt jeder, der mal irgendwann aufgehört hat zu rauchen, natürlich sagt da drin der kleine Teufel, rauchen, 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 rauchen. Und du hast natürlich deine Prägung, du hast deinen Automatismus zu sagen, okay, jetzt müsste die Kippe her und die Hand steht sozusagen schon da, was machst du stattdessen? Das muss man sich bewusst machen. Und mir hat dabei geholfen zu sagen, das bin nicht ich, der rauchen will, sondern da ist irgendwas drin, was sagt, gib her, gib Nikotin, gib Nikotin, gib Nikotin. Und ich glaube, wenn man das wahrnimmt, dann kann man damit umgehen. Und ich habe mal irgendwann gelernt, man muss 90 Sekunden warten und daran habe ich mich gehalten. Beim Handy einfach eingestellt, 90 Sekunden so rückwärts, tick, 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 tick und dann irgendwas anderes gemacht. Und das ist dann wiederum ganz cool, wenn man das merkt, dass es weg ist, dass es wirklich stimmt. Und dass es eigentlich bloß Gehirnzirkus ist. Und das hat mir geholfen über die ersten Tage. Und dann ist es sowieso Tag für Tag besser geworden, weil es Tag für Tag besser wird. Der Körper gewöhnt sich ja auch ans Nicht-Nikotin. Und es hat sich schon einiges geändert. Ich rieche deutlich besser, also jetzt nicht ich persönlich, sondern mein Geruchssinn. Und schmecke besser und habe auch echt mehr Luft. So merke ich, wenn ich jetzt, ich bin ein zu spät Kommer, wenn ich zur U-Bahn renne, weil ich noch 4 Minuten Zeit habe, dann war das früher so, dann in der U-Bahn und jetzt merke ich so, okay, geht. Bin trotzdem gerannt, aber geht. Also man merkt deutlich sogar einen Unterschied. Und wenn ihr jetzt gerade dabei seid, aufzuhören, glaubt einfach dran, dass es schafft und sagt dem kleinen Teufelchen den Kampf an, weil das ist irgendwann mal weg. Und dann die große Zigarettenindustrie wird sich nicht freuen, dass ihr euer Teufelchen losgeworden seid, aber ihr könnt euch drüber freuen. Und wenn ihr da Unterstützung braucht, könnt ihr ja mal bei nichtraucherhelden.de reingucken. Da gibt es so ein paar Tipps, wie ihr die erste Zeit überbrückt, was ihr vielleicht machen könnt, wenn es irgendwie gerade besonders brenzlig wird. Und ihr hört, wie andere Leute das gemacht haben. Und dieses Gruppengefühl ist ja irgendwie auch ganz cool, dass du nicht denkst, ich bin der Einzige, der nicht darf, sondern es sind einfach viele, die gemeinsam wollen und dies auch geschafft haben. Also schaut einfach mal rein unter www.nichtraucherhelden.de. Ciao und viel Erfolg.